Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Runde mit Metro Exodus. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Ich habe richtig Bock auf die neue Folge. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank an der Stelle für euer Feedback bei den letzten Videos. Auch hier gerne eine Jules Bewertung da sagt, dass lassen. in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Okay. Ja, wie gesagt, schenkt auch dem Video ein wenig Liebe. Auf Danke geht's! dafür. Aber ja, ist ja gut, Mensch. Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt uns nicht davon. Okay. Ich würde trotzdem mal einmal ganz kurz gucken. Hier ist wieder so ein Roman. Wie gesagt, hat jemand von euch den mal gelesen? Ich glaube, bisher hat keiner geantwortet drauf. Anscheinend seid ihr lesefaul. Was ist denn da los, Freunde? Na gut. Ich lese jetzt auch richtige Romane und so, auch relativ wenig. Den letzten, der war letztes Jahr einfach so. Ich hatte irgendwie random Bock auf Harry Potter 1 nochmal zu lesen, also Stein der Weisen. Den habe ich dann letztes Jahr gelesen, einfach mal so just for fun. Ansonsten habe ich sehr viel Comics und Mangas gelesen letztes Jahr und auch dieses Jahr schon. Aber so richtige Romane? Boah, was für ein Lärm! Ist schon länger her. Habe ich in meinem Leben auch noch nie so wirklich viel gemacht. Also, das muss man auch noch so sagen. Beziehungsweise was heißt Romane halt? So normale Bücher ohne Bilder. Wow. Was ist das? Ganz Ah, ruhig, Scheitern! Junge. Kleiner Schisser, Blöde Fledermäuse! du. Ja, hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden. Über meine Verwandten, aber nun weiß ich Bescheid und es tut weh. Ruhig, ruhig. Er macht da so einen Aufriss, wir springen da einfach runter. Zack. Aha, gleich beim Eingang. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Ich habe da so ein Gefühl. Ein ungutes Gefühl. Ach, zum Teufel mit den Gefühlen. So sieht's Tja, aus, Junge. lass mich mal machen. Junge, richtige Männer haben keine Gefühle, weißt du doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit ihm passiert irgendwas. Oder er schickt uns vor und wir machen es alleine. Das kann natürlich auch sein. Naja, komm mit. Respekt, Respekt. Unsere Maske ist auch komplett am Arsch, ne? Komm doch jetzt! Was ist denn los mit dir? Moment! Was ist? Der Krieg hat Warte die mal. Menschen also wirklich wieder in die Ah, Steinzeit krass. zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalereien und so. Die haben hier eine Weile durchgehalten. Ich wünschte, wir wären früher hergekommen. Was ist das denn, ey? Richtige Untergrundstadt hier. Alles ist so schön ausgebaut. Komm, Bruder, komm, du bist zu langsam, Mann. Verdammt.
What the fuck, Junge? So, jetzt mach mal. Komm. Okay. Die Mistkerle! Lade nach! Warum habe ich jetzt so viel Schaden kassiert? Woher? Mich hat doch gar nichts getroffen. Haben die mich abgeworfen oder was? Das waren alle. Tja. Ihr Schweine. Haben die mich wirklich abgeworfen? Junge, warum greifen die nicht erstmal meinen Kollegen an? Was soll das immer? Nur weil ich hier der Held des Spiels bin? Respektlos. Neid ist das, Neid. Guck mal, wie die uns beobachten. Na, du Sau. Oh, shit. War ich das? Habe ich das entzündet durch den Schuss jetzt? Nee, oder? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Das wird lustig. Zusammenbleiben. Lade wo sind die denn, Mensch? Ich sehe keinen, der sich bewegt. Aha. Tatsächlich, ich glaube, ich habe das entzündet, oder? Ich hab's nicht ganz. Wow, der dätzt richtig ab, ey. Von wo? Der steht genau neben denen. Ich bin schon wieder fast tot, wa? Das ist doch ein Witz. Es ist doch ein Witz, einfach nur. Komm schon, Baby. Holy shit. Die sind auch erledigt. Jetzt überqueren wir die Brücke und gehen nach rechts. Anscheinend sind wir fast draußen. Mir nach. Wir sind fast draußen? Wie kommt der denn darauf jetzt? Meint er aus der Stadt hier? Ja, das kann sein. Der Durchgang zur Quelle. Auf geht's. Wie gesagt, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es gut endet für ihn. Mein Filter ist fast aufgebraucht. Da! Licht! Hier! Tja, die Luft scheint gut zu sein. Masken runter! Vor allem auch scheint gut zu sein. No risk, no fun, Junge, das ist sein Motto. Meinst du auch? Tja, von hier an geht's nur noch im Schneckentempo voran. Was für ein Schneckentempo? Ich werde die alle umbringen. Was für eine. Die User, dass die Einheimischen die Ölmänner nach vorne gehorchen. Also, schalte deine Taschen dann auf, Satya. Sie könnten uns verraten. Versuchen wir es reinlich zu machen. Ohne unnötiges Blutvergießen. Die Sklaven sind so schuldig. Na, den Wagen? Ich sehe keinen Wagen. Von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest, fahre ich mit dem Wagen durch und du springst auf den Tank. Viel Glück. Und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Was ist hier denn hier los, Alter? Warum haben wir jetzt eine doppelte Tonspur von denen? Schüsse? Wer wird heruntergehen und schießen? Und selbst wenn es jemand macht, ist er jetzt tot. Die haben schon wieder aufgehört, oder? Dann hör auch auf! Ist ein Toter! Ja, da ist ein Toter. Macht er denn Alarm, wenn er mich jetzt hier sieht? Oder den interessiert es wahrscheinlich nicht so wirklich? Ach, Recke, du Schweinehund!
Okay, hier sind noch wie viele Hunde. Ich dich nicht kenne. Ich niemand sage. Dich gesehen, nicht sagen. Alles klar, gut, gut, gut. Ich verstecke mich besser! Ich komm hoch, ich komm hoch, wartet ab. Ich bin. Hallo, Kuckuck. Das letzte seine. Selber schuld, selber schuld. Halte durch! Ich geb dir Feuerschutz! Das wäre ja mal was. Der ist hinüber! Ich halte sie auf, Bastion! Geh du zu diesem Hebel! Nur der sagt immer was. Ich sehe das gar nicht. Ich realisiere das immer viel zu spät. Macht die ganze Zeit irgendwelche Ansagen und Ankündigungen. Ja, ich werde dich schützen. Ich habe gar nicht gesehen, wie du umgemacht hast. Das kann auch einfach eine Lüge gewesen sein, du Schwein. Du Schwein! Aha. Der kleine Hund, ey. Oh Gott. Ja, dann komm ran hier, kleiner Hundi, komm. Wenn du sterben willst, jetzt noch unnötig. Lauf doch die Treppe hoch. Sei doch einmal ein Mensch, Artyom. Artyom! Sei doch ein Mensch. Denn Mensch ist Mensch. Ja. Wo hängt der Hund denn jetzt hier fest? Ja? So. Ja, das scheinen alle gewesen zu sein. Artyom, öffne das Tor, dann bringe ich den Wagen rein. Okay. Meine Fresse, immer dieses scheiß Niesen. Wenigstens haben sie ihre gerechte Strafe bekommen. Ja, ja. Was machen die Sklaven denn jetzt? Wo gehen sie hin? Menen Olgen, Kalmedi. Das war jetzt anscheinend schon wieder eine Entscheidung da vorne. Das Aufblitzen hat man ja jetzt gesehen. Halt dich fest! Dann könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wie das wieder bei euch die Entscheidung war. Ich meine, beim letzten Mal haben wir unseren Kollegen verloren. Oder ich habe ihn verloren in meinem Spielstand. Bei einigen ist er hat er überlebt. Ja. Was wäre jetzt hier die Entscheidung gewesen? Naja, wenigstens haben wir die Sklaven nicht verletzt. Okay, er ist gerade angesprochen. Anscheinend verfolgen sie uns nicht. Es ist Zeit, wieder zur Aurora zurückzukehren. Bist du müde? Kein Wunder. Also gut, Bruder. Ruh dich etwas aus.
Okay, alles klar, es wurde gerade beantwortet, anscheinend. Wenn wir jetzt welche umgebracht hätten, die uns noch verfolgt. Okay, das wäre wahrscheinlich passiert. Gut zu wissen. Also, ich schätze es jetzt, dass es ist. Bereit! Ausschwärmen! Sam, Anna, nach links! Los aus dem Wagen! Sofort! Crest, dorthin! Umbringen Sie! Umbringen Sie! Sie bewegen sich die Straße entlang! Wir müssen sie über die Flanke angreifen, bevor sie ausschwärmen und hier eine Todeszone einrichten! Bewegung! Gottverdammter Sandsturm! Kommt immer so unbemerkt! Kommt immer so unbemerkt! Du bist ein Schweinehund! Stirb jetzt! Diese Scheißknarre, ey. Sieht auch schon wieder aus wie der letzte Dreck hier. Nice. Also wir haben jetzt einfach so lange gepennt, die sind schon am Ballern, unsere Kollegen. Dann machen wir einfach auf und regeln mal wieder die ganze Situation, ne? Die scheiß Knarre klemmt die ganze Zeit. Ich habe keine Heilung mehr, ich bin gleich tot. Habe ich den getroffen? Brennt der? Danke, anscheinend. Es wäre halt geil, wenn wir einmal jetzt einfach mal eine kurze Spritze finden würden, kurz. Eine Spritze finden, so rum. Sehr gut. Warte, Alter. Alter Mann. Nein. Ist so komisch, weißt du. Er klettert irgendwo hoch, dann hörst du ihn die ganze Zeit irgendwie so ganz komisch rumstöhnen, aber er kann einfach nicht reden, er kann es nicht. Hey, ho. Ja. So, okay. In der Hoffnung, dass hier vielleicht noch irgendwo so ein geiler Aufsatz ist, den wir noch nicht haben. Aber anscheinend nicht. Okay, komm, ey, bevor ich jetzt hier wirklich alles einsammle. Den haben wir es gezeigt, was? Ja, haben wir. Die Sache ist nur, ihre Armee macht gerade einen Großangriff. Und das hier war nur ein kleiner Gruß vom Baron. Wie viele sind das denn? 700, glaube ich. Ja, wir hatten hier Glück. Und wir sollten die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Wenn wir Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Jelmak, Crest, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos leer. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Jawohl. Viel Glück, Leute.
Anna, Idiot, Tokarev. Wir brechen das Lager ab, Leute. Denk dran, deine Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Vielleicht können wir noch mit ihnen verhandeln. Das habe ich bereits versucht. Keine Chance. Er nimmt Frauen als Bezahlung. Artyom, wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber etwas nagt immer noch an mir. Erinnerst du dich an das zerlegte Schiff, von dem ich dir erzählt habe? Ich muss ständig an die Sklaven denken, die sie dort gefangen halten. Meinst du, wir können sie noch befreien? Wenn nicht wir, wer dann? Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Geh keine unnötigen Risiken ein. Ich brauche einen Ehemann, keinen toten Helden. Alles klar. Artyom, der Wagen steht neben der Aurora. Ja, ja, aber ich will erstmal. Bist du sicher, dass die Leitungen halten? Wir werden sie durch den ganzen Waggon führen müssen. Erstmal die Waffen wieder ready machen. Der Zug, Wüste, leuchtende Zukunft, fährt gleich ab. Wir brechen bald auf. Bringt alles mit, was wir in der Maschine verbrennen können. Tokarev, gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich bin dann im Führerstand. Jawohl. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Oh Gott. Ich habe so viel Wasser getrunken. Jetzt schwappt es in meinem Bauch rum. Trink auch was. Opa Yamak hat gesagt, du kannst jetzt trinken, so viel du willst. Und Tee kriegen wir auch. Okay. Artyom, pass im Einsatz auf dich auf. Wir beten auch für dich. Ach, komm schon, wir reden hier von Artyom. Der Mann ist aus Stahl. Hört man doch, wenn er geht. Aber trotzdem, Mann, halt da draußen besser die Augen offen. Die Kavallerie wird natürlich rechtzeitig da sein, aber geh keine unnötigen Risiken ein. Danke, Bruder. So. Okay, reinigen. Okay, das war's auch schon. Super geil. Magazin. Scheiße, ey, die ist immer noch so dreckig. Ja, was machen wir jetzt? Ne, scheiße. Scheiße ist das. Ach, das geht nicht, Mann. Die ist so dreckig. Die macht nur Probleme. Die macht ja jetzt schon ein Problem die ganze Zeit. Ach so. Ja, okay, ich hab's mir fast schon gedacht, aber ich musste es natürlich jetzt erstmal ausprobieren. Du kannst einfach das Spiel austricksen. Das ist ja dämlich, Alter. Du kannst das Spiel einfach austricksen. Einfach kurz wechseln zu einer anderen Waffe und die dann einfach nochmal zusammenschrauben. Dann hast du das Problem gelöst. Okay. Zack. Wieder zurück. Ja, alles klar. Ausgetrickstes Spiel. Zack. So einfach ist es. Oh Mann, Alter, nicht mit mir. Nicht mit mir, okay? Nicht mit mir, Leute. Einfach ausgetrickst. Tja, hast du gesehen, Junge? Ja. So sieht's aus. Direkt Tutorial-Video nochmal machen, ey. Warum bin ich fast tot? Ich raste gleich aus, ohne Scheiß. Das ist auch so ein Ding, dass dieses Trefferfeedback bei dir selbst ist auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Für mich persönlich, sag ich mal. Also, habe ich auch manchmal. Ich habe da einfach Schwierigkeiten, so ein bisschen das 100% zu deuten. Ist jetzt schon die Zeit wirklich. Alles klar, leg mich doch am Arsch. Mir eine Spritze reinzujagen oder nicht? Oder halte ich noch ein, zwei Schüsse aus? Ich weiß nicht. Was war das denn jetzt? Wo konnte ich looten? Wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Hä? Da war doch das Symbol zu sehen gerade. Wo? Wieso?
genau. Gut. Langsam hier rüber, nicht, dass er wieder übertrieben jumpt. So. Das ist schon fast das Beste an dem Gebiet, der Schlüssel für das Auto. Ich feier den irgendwie. Irgendwie ist es cool. Okay, einfach geradeaus brettern. Okay. Alles klar. Alle Mann zuhören! Der Baron ist verpisst dich! Oh, ja! Also gut, alle aus der zweiten Reserve am Bohrturm versammeln! Ja, kurz und knackig. Wie sind's? Ach ja. Sollte Damir nicht mitkommen? Hat er nicht gesagt, wir beide regeln es? Einfach geradeaus, ja? Einfach geradeaus. On the road again. La 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 la. Kurz mal den ganzen Laden auseinandernehmen. La 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 la. Okay, da vorne geht's schon ab, oder was? Was ist da geflogen? Hier einfach durchbrettern? Hier einfach durchbrettern, ja. Scheiß drauf. Okay, bin ich jetzt auf der richtigen Straße nur? Wir brauchen unbedingt ein neues Mad Max Game, Mann. Ich verstehe nicht, warum da nichts gekommen ist. Es ist wirklich so gefloppt, was das Game? Aber ein neues Mittelerde brauchen wir auch von Warner langsam mal. Achso, er ist schon vorgegangen. Wartet eben kurz. Okay. Artyom, wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Das ist sehr schön, dass du mitkommst. Sehr gut. Nicht trödeln! Alles klar. Wer hat dich zum Anführer gemacht? Sag mal, ist hier irgendwie... Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Ja, natürlich. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Ja, vielleicht habe ich auch Angst. Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Ein Gitter also? Dann lasst uns loslegen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Großartig. Wir treffen uns da oben. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir hier stehen, ganz... Da ein Scheitern ist, ich jetzt mal... Warum meist er mich nicht zu Kläger machen? Dies... Was ist das? Stopp!
Das war's leider jetzt schon mit Slashen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt noch schaffe, den irgendwie auszuschalten, ohne umzubringen. Dieser Scheitern da ist! Sehr gut, die knallt eigentlich auch ganz geil, die Knarre. Boah, meine Nase ist schon wieder so verstopft, ey, diese Scheißallergie, Leute. Ich sag's euch. Wir alle tot sind. Jetzt sie alle tot sind. Feind hier. Wir alle töten. Einer nach dem anderen. Oh, heilige Mondsrufe. Nicht heute. Ich lebe hier. Nicht mehr kriegen. Meine Stelle, Miststück! Nicht Zeit mit Arbeit. Du weggehen, du Miststück! Du runtergehen, dich ficken! Wer da? Nichts. Scheitern mich nervös gemacht. Okay. Alter. Kerl, los! Kerl! Bring her, du Miststück! Gut, Schaxi! Ich jetzt bringe, Mercer! Warum so lange? Verdammt! Maul, wie Meister, völlig! Na los! Was das für Schande! Eigener Bohrturm, eigene Festung, reicht! Bam! Bam! Ja, keine Ahnung. Warum konnte ich den jetzt nicht irgendwie kalt stellen einfach? Verzieht euch. Bin weg. Warum konnte ich den nicht... ich verstehe es nicht. Ich war doch direkt hinter dem. Naja, egal. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Jule ist weg. Warten auf unser Signal. Ende. Ja, das ist so Mad Max-Style hier. Mad Max-Style, Junge, Junge. Respekt! Ach, klasse. Ich hab mir unnötig Sorgen gemacht. Du hast sie gehört, ich bin aus Stahl. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Oh, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Okay. Soll ich jetzt gehen, was? Stimmt zu. Mach das. Öffnet das Tor und lasst unseren Gast herein. Ich bin schon hier oben auf dem Tor. Ich habe einen Plan. Na dann. Hauptsache, die Baron-Totschwur übersteuert nicht mehr so extremst, Alter. Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das. Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus
dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Vergib mir, Meister! Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, werde ich... Was hast du gesagt? Ja, ich werde tun, was ich kann. Wenn ich doch ein verdammtes Wort über dieses Miststück Gil höre! Komm her! Es sind zu viele, um sie zu zählen. Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Der Boss hasst Gestank. Sieh zu, dass du gleich nicht aufsteckst. Was schaffst du mit geschlossenen Augen? Ich weiß das. Geil, drei Tonspuren gleichzeitig. Mega. Sieh dir nur die verdammte Schönheit an, die Wind für den Boss baut. Das ist kein gewöhnlicher Wagen, würde ich sagen. Und ihr... Na los! Zieh dran, verdammt nochmal! Streng dich mal an! Warum zum Teufel haben wir dich gestern gefüttert? Alter. Ich bin Sklave. War nicht Absicht. Artyom, was ist los? Sieh du! Töte sie! Du verdammte Ratte! Wie dumm! Wer von denen hat denn als erstes jetzt geballert, ey? Ich mach dich kalt! Verdammt! Ich bin getroffen! Nicht in dem Durchgang! Seht! Ach komm, scheiß auf euch! Ihr verdammten Affen, ey! Ich will ihn sofort finden, an die Arbeit. Ich sehe! Auf dort. Der Leiter, dort! In den Olgen, Kalmedi! Hi, Mai! Es ist Blei! Jeder Tod allein Verluste! Was? Es war voll in seine hässliche Fresse, ey. So. Die sind so dumm einfach nur. Meinen Olgen, Kalmedi. Vielleicht Mirsa meine gute Arbeit bemerkt. Ich verrechne, was ich sagen kann. Ich will nur die Musik ausschalten, ey. Ich bin immer bereit. Was ist das? Also irgendwie, ey, sorry, aber irgendwie habe ich gerade den Eindruck, es läuft nicht wirklich rund. Jeder redet dazwischen, denn René, wo bist du, wo bist du? Während der Baron schon sagt, ey, die wollen mich töten, ich hau ab. Oder bin ich der Einzige, der gerade den Eindruck hat? Ich weiß es nicht ganz genau. Wie, was ist los? Hä, ist der dumm? Gius, du bist schwach und du schätzt die Schwachen. Aber so, du wirst die Welt sehen. In dir gehören immer die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben, der uns zusammenhält. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen,
in der Wüste zu verschwinden. Aber du, Jule, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Rebellion, die anzieht. Boah, ey, das tut mir so weh in den Ohren. Die Totspur übersteuert so krass von dem. Kraft des Verbotenen. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Warum spricht er nicht mehr? Keine Ahnung. Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Ja, mach doch. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Ja, mach doch. Warte. Ja, mach ich. Irgendwie, wie gesagt, es wirkt ein bisschen komisch, was? Du machst das schon. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja! Wo kommt der denn her jetzt plötzlich? Ja, jetzt kämpfen die plötzlich normal, oder was? Es ist so komisch gerade. Schon wieder. Hä, vom verschwimmtes Bild, so bin ich besoffen, oder was? Hab ich es gesehen? Hallo, ich bin neben dir. Nein, ich check gar nichts. Ist er tot mit der dicken Rüstung? Alter, Dalmir! Ah, sieh dir das Blutbad an. Du hast toll aufgedreht, was? Ja. Beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Huel sprach. Was zum Teufel geht da vor? Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Zeig dich. Nur für eine Sekunde, zeig dich endlich. Wer da redet, kann ich jetzt hören. Brechen wir sie auf, Artyom. Na los? Du wolltest also eine neue Welt schaffen? Mit denen? Das wird nicht passieren! Dein fehlgeleiteter Versuch! Ich hab sie! Schnapp dir den Baron! Nur die Stärksten überleben! Artyom, dein Kopf ist im Weg. Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Artyom, dein Traum hat uns hierher geführt, aber das hilft meinen Leuten nicht. Dieser Krieg ist jetzt auch meiner. Geh, Artyom. Mach deinen Traum wahr. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker, Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen. Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jule zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten.
Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atyom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Weißt du, Atyom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um. Trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsitzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel.
Duke hatte eins. Damir ein anderes. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. Los, Artyom. Ich ruhe mich noch etwas aus und komme später dazu. Tja, Leute. Ey, wenn ich so starken Husten hätte, würde ich auch weiter rauchen. Das ist ja klar, oder? Das macht man doch. Was ist das denn hier? Team. Duke, es tut mir leid. Schön gezeichnet, aber finde ich. Neue Welt, Banditen, Telepathen. Sieht ganz cool aus, ehrlich gesagt. Okay. Was sagt man dazu? Wir sind gerade. Alles ist perfekt, Artie. Folge uns. Das ist genial! Das ist toll! Gut gemacht! Na los, Leute! Geht das ist ein Vorstand! Und nimm die ab! Wie sagt man? Nackt und stolz, Jungs! Ihr seid ein Vorstand! Das hat Spaß gemacht! Vielen Dank, Jungs! Setz mich in meine Nähe! Ich habe schon zu lange geschwiegen, aber jetzt muss ich es sagen. Ich muss dich vor Stepan warnen. Er ist unglaublich und fürchterlich. Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine Gelegenheit. Ja, ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Oh, Ringe! Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. Und Armut. In Krankheit und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit.
um dich zu lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko! Anna! Was ist denn? Anna, was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute! Anna, bitte haltet durch! Was ist denn los? Was ist denn, Anna? Was ist das für ein Husten? Danke. Bitte, tu doch was! Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Luft! Verdammt! Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Tja. Ich weiß nicht so recht. Der Alte ist echt sauer. Tja, Artyom kriegt heute so echten Anschiss. Dabei ist es nicht Artyoms Schuld. Ich bin ganz alleine in diesem blöden Bunker gefallen. Und wenn Papa auch nur ein Wort darüber verliert, dann reiß ich ihm den Arsch auf. Ja, Katja wird den Oberst auf jeden Fall beruhigen. Du solltest dir auch keine Sorgen machen, Anna. Sie bringt dich im Nu wieder auf die Beine. Sie ist gut. Da gibt es keinen Zweifel. Mit ihr haben wir ein Glückslos gezogen. Vor allem du, Stepan. Das ist Fakt. Danke, Anna. Also, Artyom. Kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die allein könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott, meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika und frische Luft hilft dabei auch. Anna, was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Novosibirsk. Jermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen.
Lass uns erstmal zurückgehen, um Anna und die anderen zu beruhigen. Armes Mädchen. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit so mies drauf war. Musste die ganze Zeit daran denken. Und? Wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Auf euch! Ja! Stepan, spielst du dieses Lied? Über uns. Ja, klar. Gut. Ziemlich stark. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой». Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Das ist definitiv über uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. Ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte!
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut. Dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen. Eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Nein, ist nicht gut. Wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einen kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Wir könnten zusammen Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. Mit einem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. Lass das, Stepan. Wir hatten schon genug Einsätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Ich würde gern in den Ruhestand gehen, ein wenig das Leben genießen. Du kannst gar nicht in den Ruhestand. Du bist zu jung. Ich bin alt, Nastja. Bist du nicht? Du hast gesagt, dass Neid nicht gut ist, Nastja. Aber was soll ich denn machen? Deine Mama hat dich, aber meine Anna hat kein kluges Mädchen wie dich. Papa! Sag nicht Papa zu mir! Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach, aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, du könntest ihnen den Nahkampf beibringen. Gleichzeitiges Schießen mit zwei Pistolen! Ich kann euch besuchen. Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Hast du gehört, Artyom? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön, sportlich. Klar, mit dem Gewehr bin ich olympiareif. Ich verstehe ja, wenn man in der Metro keine Kinder haben will. Dunkelheit, TB, Ratten, Mutation. Aber hier? Schon gut, Papa. Heute Nacht beginnen wir mal mit der Problemlösung. In diesem Sinne, wie wäre es mit einem Schnaps? Auf die Wiederbevölkerung der Erde. Auf Kinder! Ja, auf Kinder! Auf Kinder! Und noch ein Toast auf die neue Kolonie. Möge sie wachsen und gedeihen. Auf die neue Kolonie! Geht runter wie Öl. Und auf weitere Frauen, die hinzukommen. Aljoscha, an dir habe ich nie gezweifelt. Ja, Aljoscha. Ich glaube, darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch überlebt. Tja, und sollten böse Menschen aufschlagen, werden sie das noch bereuen. Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe! Auf die Liebe! Das Zeug ist stark! Das ist gut! Du bist dran, Achyom. Na los, beeindrucke uns! Die Hitze ist echt unerträglich. Tja, schöne. Also natürlich nicht, dass sie jetzt krank ist, so krass, aber das sind so die Momente, die sind schon, das ist schon cool. Das stärkt auch so das Gruppengefühl und man kommt irgendwie den Figuren näher, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Für das Tihar an. Ich hab da eine neue? Was hab ich denn da Neues bekommen?
Ich hab doch gar nichts Neues. Gut, okay. Naja, Bruder, Anna hat uns sicher einen Schreck eingejagt. Aber keine Sorge, es sieht nach Tuberkulose aus. Aber Katja ist eine echte Krankenschwester. Sie wird sie im Nu wieder auf die Beine bringen. Abgesehen davon haben wir endlich mal eine schöne Aussicht. Ein Fluss, ein Wald und sogar ein Wasserkraftwerk. Klingt interessant. Bislang habe ich noch keins repariert. Also keine Sorge, alles wird gut, Artyom. Schon bald werden wir in diesem Tal ein normales Leben führen. Wollt ihr eigentlich Kinder haben? Wird nämlich Zeit, Bruder. Moskau ist mit all der Strahlung nicht der richtige Ort dafür. Aber das Tal ist perfekt. Stepan und Katja würden eurem Beispiel bestimmt folgen. Sie sind ja jetzt verheiratet. Wir müssen noch die Kolonie bevölkern. Sie soll richtig schön werden. Wir haben fähige Leute und noch wichtiger, kluge Leute. Das zieht bestimmt weitere an. Und wenn irgendein Arschloch beschließt, die Party zu stören, werden unsere Jungs das im Nu klären. Wir müssen uns das Tal natürlich zuerst ansehen, hat der Oberst völlig recht. Aber du und Ayosha macht das schon, kein Problem. Dieser verfluchte Berg. Ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl. Hab sogar dem Oberst davon erzählt. Aber er war so begierig darauf, den Minister zu treffen, dass es ihm egal war. Hab ich seine Art, ne? Aber solche Dinge sind zu erwarten. Jeder hat eine Schnur, die ihn alles andere vergessen lässt, wenn man daran zieht. Damir zum Beispiel hat sich selbst für Che gehalten. Wie es ihm jetzt wohl geht? Ich nehme an, es geht ihm gut. Kämpft mit dieser Giul bestimmt für das Gute. Andererseits, stell dir vor, wir kämen zurück und finden ihn auf dem Platz des Barons wieder. Nur ein Scherz. Damir ist ein guter Junge. Er würde niemals so vom rechten Weg abkommen. Naja, ich denke, ich mache deine Trophäe hier fertig und bereite dann die Motordraisine für deinen Aufklärungseinsatz mit Ayosha vor. Da wir gerade von ihm sprechen, ich glaube, er wollte unbedingt mit dir gehen, weil er auch so ein Gefühl hatte. Sein übliches aber. Pass auf den Lustbolch auf, bevor er irgendwo in der Klemme steckt, ja? Aber das muss ich dir lassen, Bruder. Diese Schönheit mitzubringen war ein Geniestreich. Ich habe das Gefühl, dass sie uns sehr nützen wird. Vergiss nicht, meine Motordraisine würde ich für nichts auf der Welt hergeben. Aber dieses Baby hier ist einfach fantastisch. Egal wie der Wagen aussieht, sein Motor ist sauber eingestellt und gewartet worden. Fahrgestell und Federn sind verstärkt. Sogar die Bremsen sind völlig in Ordnung. Da war ein sehr fähiger Mechaniker mit Leidenschaft am Werk. Das gefällt mir. Wirklich, dieses Ding erinnert mich an mein altes Baby, mit dem ich damals von Kandui weggefahren bin. Ein schwerer Laster aus dem anderen Krieg. Hatte schon seit mindestens 40 Jahren auf dem Schrottplatz vor sich hingerostet. Lief mit Brennholz, genau wie die Aurora. Natürlich mehr Erinnerung als Laster. Die Kabine war völlig hinüber, Sperrholz hält sich nicht so gut. Die Ladefläche fehlte komplett. Aber der Motor und das Getriebe und der Dieselgenerator waren noch dran. Das Fahrgestell war ganz okay. Ja, das war ein Stück Arbeit. Ein Monat ohne Pause, aber letzten Endes fuhr das Ding. Dann setzte ich auf das Fahrgestell ein Chassis von genau solch einem Minibus, wie du hier hast. Mit diesem Frankbus kam ich bis Astrachan. Und das Ding hatte von Haus aus lediglich 30 PS. Eine schreckliche Plackerei. Man musste nicht nur Feuerholz hacken, sondern die Stücke auch noch schön gleichmäßig machen. Sonst lief's nicht gut. Dazu braucht man viel Erfahrung, wie beim Heizen einer Sauna. Ich verbrachte also einen halben Tag mit den Vorbereitungen und fuhr nur ein paar Stunden. Tja. Ich verliebte mich in das Ding. Kein Wunder nach all den Anstrengungen. Trotzdem musste ich es dem Mistkerl in Astrachan überlassen. Sonst hätten sie mich dort direkt umgebracht. Was für ein Glück. Tja. So war das damals. Was diese Schönheit hier betrifft, ich werde mich gut um sie kümmern, um der alten Zeiten willen. Sie wird jede Show gewinnen, die wir besuchen. Ist das nicht eine Schönheit? Wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Perfekt.
So ist das, Bruder. So ist das. Tja, so ist das. Ja, ist das. Tokarevs Nachricht. Kresse, schreibe dir, weil ich nicht möchte, dass es jemand hört. Ich bereite eine Hochzeitsüberraschung für Katja und Stepan vor. Und ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ihnen ein paar Ringe machen. Das Metall dafür habe ich schon. Jetzt muss ich nur noch ihre Größe wissen. Stepan ist kein Problem. Dann habe ich für das ganze Team Handschuhe angefertigt. Aber Katjas Finger habe ich nie gemessen und die Überraschung wäre dahin. Wenn ich das jetzt tun würde. Ich weiß, dass du ein gutes Auge hast. Kannst du mir vielleicht die richtige Größe nennen, ohne zu messen? Außerdem bräuchte ich etwas Hilfe beim Aufpolieren, sobald die Ringe gegossen sind. Denn es ist nicht mehr viel Zeit. Das ist doch schön, ja. So. Hallo, Artyom. Hallo! Wie du siehst, pflege ich die Waffen nach dem Wüsteneinsatz etwas. Cool. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Der ist rau und grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen und Warten. Ja, es ist echt ein Rätsel, wie diese Banditen ihre Waffen in dieser Wüste funktionstüchtig halten. Die sind in der Tat gut. Die Waffe, die du mitgebracht hast, ist definitiv handgemacht. Saubere Arbeit und auch gut gewartet. Da wird mir warm ums Herz. Tja, ich hätte auch gut abgeliefert, hätte ich die Chance gehabt. Die Tiha mit der neuen Munition hätte da Wunder bewirkt. Ich bin aber sicher, ihr werdet das später noch ausprobieren. Mit wem redet der da hinten? Das ist. Ja, das ist ein bisschen creepy, wenn du dich die ganze Zeit da hinten alleine unterhältst. So, Jungs. Was ist denn jetzt hier los? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Muss ich irgendwie auf die Map zugreifen oder was hier vorne? Wahrscheinlich, wa? Ja. So, let's go. Bin gespannt, welches Gebiet jetzt kommt. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Wir werden sehen. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Herr Oberst. Diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Damm. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen.
Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Aber ich wollte gerade sagen, reagierst du nicht noch auf das Geräusch? Was zur Hölle, ey. Ich dachte, der bleibt einfach eiskalt gechillt. Was war das denn jetzt hier? Oh nein, Rucksack weg. Nicht gut. Nicht gut. Haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Was geht hier ab? Boah, das sieht richtig gut aus hier irgendwie. Das sieht richtig gut aus. Also hat sie jetzt gesagt, ihre Leute? Okay. Aber sie ist dann abgehauen oder wer? Okay. Wir werden sehen. Ich hab schon gewartet die ganze Zeit. Ist das das Gebiet, wo man damals das erste Gameplay gesehen hat? Scheint fast so, ne? Ist ganz schön verdreckt, die Waffe, ja. Upsa. Falscher Knopf. Postkarte? Schild Plünderer, dasselbe wird euch allen passieren. Ja, kann ich verstehen. Hat er hier Fallen aufgestellt oder so? Alter. Vergewaltiger. Ja, dann passt es so. Dann passt es. Plünderer. Ja. Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwende, sonst bezahlst du das mit deinem Leben, wie die anderen. Tod den Eindringlingen. Okay. Verpiss dich, du Miststück.
Mein Gott, ey. Hast du Zeit mit Laden? Ich komme, Bruder. Lass mich hier nicht zurück, Mann. Hier gibt es verschissen viele Wölfe. Wer bist du, Junge? Die Mistkerle haben mich so eng gefesselt, dass ich meine Arme nicht mehr spüre. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Sag mal, von welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager? Naja, auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Was diese Mistkerle betrifft, wenn du durch ihr Territorium willst, musst du dich wie ein Gespenst bewegen. Du siehst allerdings aus, als könntest du sie komplett alleine erledigen. Oh, verdammte Scheiße! Das war echt beschissen! Zeit zur Küste zu gehen, auf die Jungs zu warten. Die müssten eigentlich bald abrücken. Okay. Mein Gott, ey, wirklich dieses halbe durch die Gegend fliegen, wenn du sprintest. Leute. Okay, ja, mal schauen, was das gebracht hat dann am Ende, wa? Vielleicht hilft er uns ja wirklich später, denn auf jeden Fall war das wieder so einer dieser Momente. Was sind das für Mutanten, ey? Musik? Klaviermusik. Ich habe jetzt nur die Knarre, wa? Ja. Die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Hey, noch ein Schritt und du stirbst. Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte. Schon der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer zu viel. Tja. Macht das denn jetzt hinter die. Also hinter den her? Oder muss ich da unten rein? Das sieht aus, als wenn da unten auch ein Eingang ist. Oder dass hier wenigstens irgendwas. Okay. Irgendwas liegt. Hier ist ein Schatz, oder wie? Okay, auf jeden Fall wieder ein neues Gebiet, wieder neue
crazy Typen, ne? An erster Stelle steht das Überleben. Freaks, los geht's, nimm du Mittelstürmer. Als ob Eindringlinge hierher kommen würden. Wölfe vielleicht, klar. Was war das? Schleuder! Einer von uns ist tot! Ich sehe den Eindringling! Hilfe! Ich konnte nicht widerstehen! Ich konnte nicht widerstehen! Keine Ahnung, ob ich überhaupt hier lang muss, ja. Ja, genau, ich bin das Tier. Wo ist der hingeflogen? Jedes Mal, wenn ich schießen will, haut er wieder ab. Das tat weh. Wie kannst du mich sehen? Ach scheiße, ich dachte, ich könnte hier über die Holzstämme laufen, aber ich sauf hier wieder ab wie so ein scheiß nasser Reissack, Alter, im Wasser. Fröhliche Sommertage. Hey, danke dir. Muss ich da überhaupt rüber? Das ist halt die Frage, oder? Das heißt, er hat Angst. Angst vor mir. Den erledige ich schon, wenn er Angst hat. Ich versteck mich besser. Ich sehe den Eindringling! Einer von uns ist gerissen! Hey, da unten, Leute! Leute, Zeit zu verschwinden! Scheiße, ey. Wo rennt der hin? Der Eindringling ist hier, Leute! Ich sehe ihn, Leute! Unter dem Baum! Wie könnt ihr mich sehen? Das macht absolut überhaupt keinen Sinn, Alter. Ohne Scheiß. So dämlich. Macht überhaupt keinen Sinn, dass er mich sieht mit so einer leisen Waffe.
Er sieht mich. Ist klar, Alter. Oh mein Gott, Junge, Alter. Jeder Schuss geht daneben. Genau. Genau, ich bin der Feigling. Ihr seid 20 Mann, ich bin der Feigling. Ich kämpfe trotzdem gegen euch. Ey, sag mal, ihr seid doch richtige Dullis, ey. Mach euch alle platt. Das ist immer die beste Lösung, Alter. Was für Schleichen, Junge. Was für Schleichen. Nee, nee. Töten, töten. Wie können die mich sofort immer sehen? Das ist so dumm, einfach nur. Ohne Scheiß. Leute, einer von uns ist tot. Hilfe! Jetzt war er sich nicht ganz sicher. Jetzt hat er es wirklich genau gesehen, wie er vor ihm abgeschossen wurde. Da war er nicht sicher. Nicht ganz sicher. Aber sonst wissen die natürlich immer alles, ey. Komm her, du Sau, du, ey. So, einfach weggeschnappt. Ich bin Daryl, Junge, Daryl. Nur, dass ich mich ab und zu mal wasche, ey. Das ist der Unterschied. Tatsächlich ergibt er sich. Sehr interessant. Oder ist es eine Falle, ne? Interessant. Du hast gewonnen, Streuner. Was hat der eigentlich gesagt? Er hat Syphilis? Ja, hab ich vielleicht falsch verstanden. Das ist ja mal interessant. Das ist bisher noch nicht gewesen, oder? Dass sie sich ergeben? Ey, krass. Junge, wer... Ey, Junge, ich bin einfach der Krasseste. Zack. Sicher, sicher, natürlich. Aha. Ist halt wirklich die Frage. Wo genau ich hin muss, ja. War der Stalin drauf auf dem Scheißding? Feierlicher Schwur. Wir versuchen weiterhin euch zu erreichen. Was ist passiert? Artyom, bitte. Bitte komm. Artyom. Er kann nicht antworten. Er kann nicht reden. Mein Gott, rafft es doch endlich. Die verstehen es aber auch wirklich, ne? Junge, jetzt selber aufgehangen hier. Artyom. Oh. Schnapp sie dir, jawohl. Tja, Leute. Schwimmen ist halt nicht, weißt du? Das geht nicht. Das geht nicht. Auch nicht von da hier schnell rüberspringen. Das ist nicht möglich, Leute. So. Okay, wo genau müssen wir eigentlich die Straße einfach nur entlang machen? Ja, ja. Scheiße.
Was geht hier ab, Em? Hüa! Nein! Junge, wo kommen die denn her? Ich dachte, die jagen die. Warum wollt ihr mich denn, ey? Staubiges Tagebuch. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Und der Lehrmeister hat mich bei der abendlichen Versammlung gelobt. Morgen werden wir die Räuberkammer fertigstellen, also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt steht. Warum wackelt das Scheißding hier komplett? Quetschkommode oder Akkordeon. Aber Quetschkommode fand ich als Kind immer voll geil. Das Wort Quetschkommode ist ja richtig geil. Okay, wir können jetzt darüber segeln, aber das bringt mir nicht wirklich was. Da müssen wir jetzt irgendwie nicht hin. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wo sind die scheiß Wölfe? Chasen die meinen Arsch jetzt gleich wieder? Komm, wir rennen einfach her. Da vorne chillen die, Alter. Die chillen da vorne schon. Er hat doch voll gesessen eigentlich, der Schuss. Lauf doch wie ein Mensch, Artyom. Lern das Laufen, verdammt nochmal. Lauf. Komm, komm, komm. Kletter, kletter. Ich hab das Gefühl, die treiben mich so voran, dass ich irgendwie in den Händen des Bäres gleich lande. Das ist ja sowieso vorgesehen, das ist ja klar. Das ist ja klar, dass es irgendwann passiert. Ist das eine Höhle hier? Scheiße, ich hab so irgendwas schon gehört, ey. Hey, sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht allein. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben, der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Die Sprengfall! Na los! Den Molotow sofort! Lauf! Lauf, Leute! Ich schätze mal, der hat mich aus Respekt nicht angegriffen. Weißt du? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder?
Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Hier denn los? Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt Arschloch sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung. Muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe. Dass ich mich nicht verdrückt habe. Dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. Okay. Okay. Schnell! Lupin, der Pirat, könnte noch leben. Und was ist mit Peter? Was glaubst du? Er hat einen Treffer vom Gebieter abbekommen. Vermutlich hat der Gebieter auch Eugene erwischt. Zum Lager gegangen, wir sind hergekommen. Und alles gedauert. Na und? Wir müssen wenigstens die Leichen holen. Wenn wir das nicht machen, werden wir als Feiglinge beschimpft. Genau. Also los. Ja. Wer ist da hinter dem Baum? Wieso kann ich meine scheiß Waffe nicht ziehen? Hallo? Was geht? Mal sehen, was da los ist. Ja, wieso konnte ich... Ich verstehe nicht, warum ich nicht vorher meine Waffe ziehen konnte. Verstehe ich schon wieder nicht. Das ist halt auch eine Sache, die ist halt irgendwie, es läuft einfach nicht rund, das Spiel hat auf jeden Fall irgendwelche Probleme. Also ganz sauber läuft das Spiel einfach nicht. Ich hab den Streuner im Visier! Das hat er jetzt überlebt oder was, die Schweine, so. Mein Gott, ich treffe aber auch gar nichts, Junge! Auch ein Bug. Okay, der ergibt sich schon wieder. Besser ist du es, hast ja gewonnen, Streuner. Da kann ich nichts machen. Jo, alles klar. Kann nichts machen. Zack, kriegst trotzdem eine Faust, Junge. Du Freak. Das hört sich aber nach richtiger Knarre an, ey. Sehr gut. Muss da irgendwie rein, ey. Er versteckt sich, also hat er Angst. Wir
ist hier! Ich sehe den Eindringling! Okay, ich wollte gerade sagen, kann man da nicht da durchschießen? Nee, ich hab genau dasselbe Scheiße nochmal angeschossen. Oh mein Gott! Wie kann man da nicht hinfallen? Das muss ein Bug sein. Das ist so schlecht, Mann. Wie komm ich denn da rein? So, was denn jetzt? Er versteckt sich hier irgendwo. Lasst uns den Feigling suchen. Da, friss eine da. Scheiße. Der Eindringling ist hier, Leute. Ah, hier ist eine Seilrutsche, yes. So komm ich da rein, oder? Ah! Ich hab das nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass ich einen Explosivpfeil ausgerüstet habe. Ich hab das ja nicht extra gemacht. Also ich hab den ja nicht extra ausgerüstet. Scheiß, Mann. Och, Leute. Jetzt werde ich hier rausgeworfen. Das ist ja... richtiger Fail. Okay. Obwohl, weißt du was? Ey, eigentlich, ehrlich gesagt, so nah wie ich an den Gegnern dran bin, brauche ich eigentlich das Scheißvisier nicht. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Ah, es, ja, weil es noch einen Griff hat, ja. Oder? So irgendeinen anderen Aufsatz auf jeden Fall noch. Hm. Jetzt haben sie mich gesehen, oder was? Gerade eben nicht, jetzt schon. Okay. Nee, haben wir nicht, okay. Ich muss es tun. Leute, das ist zu viel für uns. Ich sehe ihn. Er ist hier. Ich habe ihn im Visier. Leute, ist ja richtig geil. Junge, Stealth ist für Weicheier, ja. Was ich da? Was ich da keinen Gang? Wo zum Teufel muss ich überhaupt hin, ey? Es war sogar Auto-Aim, what the hell? Es muss ein Bug sein, Alter. Junge, ey, wie oft schieße ich daneben? Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das ist ja nicht mehr normal, Mann. Ah! Da ist er, hinter dem Baum, Leute! Ich habe ihn im Visier, Leute! Ich sehe den Eindringling da oben! Sehr gut. Ganz normale Knarre hier, jetzt geht's los. Boah, Junge! Scheiße, Mann! Ey, Junge! Was ist denn hier los? Was ist das denn für eine scheiß Knarre, die ich da aufgehoben habe, ey?
Ach, ja, ich weiß. Stealth ist natürlich die bessere. Wer. Was heißt die bessere, ne? Aber wahrscheinlich auch die leichtere sogar. Ich meine, die sind ja schon teilweise richtig dumm, die Leute, wie sie reagieren, aber. Ich müsste es echt nur mehr ausnutzen, aber. So schlecht, Junge, das Ziel. So schlecht. Aber gut, Sorbolos hatte auch keine Armbrust, Junge. Der hatte auch einfach einen Pfeil und Bogen, weißt du? So, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen ernst, okay? Soll ich ernst spielen? Nee, oder? Komm, das wäre da auch ein bisschen langweilig. Was hat er denn für eine Kappe auf, Alter? Was hat er für eine Zipfelmütze? Wie sah das denn aus? Ich schwör, ich war doch drauf, oder? Replay, bitte. Junge, ich sehe gar nichts. Ich bin doch drauf, oder nicht? Was ist das für ein Visier, Alter? Guck dir das mal an. Wir müssen weg von hier. Hilfe, Hilfe, ich glaube, er ist tot. Leute, er ist da oben. Der hat getroffen, der hat getroffen. Alles gut. Knallhart, ey. Warte. Ich mach das. Ist auch ein bisschen komisch. Irgendwie konzentriere ich mich zu sehr auf den Laser, aber. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, er ist tot! Stellt den Kampf ein, Jungs! Sonst werdet ihr alle sterben! Dieser Eindringling ist kein Bandit! Er tötet keine Unbewaffneten! Die Eindringlinge seid alle gleich! Ich habe die Mädchen und meine Freunde geschützt, solange ich. Am Ende konnte ich mich. Sehr gut. Ich ergebe mich! Nicht schießen! Besser ist es, ey. Okay, geht doch. Leute, was habt ihr denn? Hat doch funktioniert, hat doch funktioniert. So, wer ist jetzt hier die Anführerin? Wo ist die Anführerin jetzt, wie das gesagt hat? Ich gebe auf. Also wenn ich die jetzt töten würde, dann wäre es wahrscheinlich wieder eine schlechte Entscheidung, oder? Aber ich meine, Faust geben ist jetzt nicht töten, das ist in Ordnung. Das ist halt, also find ich aber ganz cool, dass sie sich ergeben würde. Wenn die einfach merken, scheiße, Mann, das ist wirklich der Auserwählte. Das ist der Auserwählte. Er ist es, der Auserwählte. Wenn ich da jetzt wieder runterfalle, bin ich wieder halb tot. Ich glaube unter mir, oder? Vor allem, wenn ihr jetzt noch am Start seid, SKO, mach dich KO in die Kommentare, damit ich mal weiß, wer hier noch dabei ist. So, ich höre sie auf jeden Fall hier irgendwie rollen. Ne, warte mal, hier komme ich jetzt hier einfach nur wieder hoch. Ja, wenn er die Treppen hochlaufen will. Warte, hier, was zeigt der Arm an? Da runter, in die Richtung erstmal. Und jetzt hier. So, bin ich genau an der Stelle, wahrscheinlich direkt unter mir oder was? Eine scheiß Zipfelmütze, ey. Das scheiß Ding dreht sich die ganze Zeit. Wo denn? Wo soll ich denn hin? Ist da noch eine. Noch eine Ebene oben oder was? Ich verstehe es nicht. Dahin holen sie. Hier hoch oder was? Hier, oder? Ja.
Na los! Wir sind. Ups. Ich hätte die vielleicht erstmal ausreden lassen sollen. Ja, ja. Komisch, ey, ich mache hier erstmal meine Sachen und die rollen da die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist irgendwie so. Alles so gut. So, das packen wir auch da drauf. Okay. Okay. Also Kompass zeigt jetzt in die Richtung. Ich hätte ihn wirklich erstmal zu Ende labern lassen sollen. Das war irgendwie ein Reflex. Zur Hölle, okay. Kann ich dich irgendwie freilassen? Scheiße, ich hör's schon. Schätze aber mal, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Lehrmeister! Was ist da unten, Leute?
Leute, ich bin etwa 30 Banditen auf dem... Sorry, Leute, ich bin mit etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie vor der Straße weggeführt, kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Verliere zu viel Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst werde ich, sonst würde er nicht gehen. Okay, also. Was soll da schon sein? Euer Tod laut hier unten. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Die sagen sowieso nichts. Sie einfach töten? Ach, du willst es doch eigentlich erzählen. Da haben sie doch irgendwer mich von hinten beobachtet. Ja, die Hacke heißt es zu fahren. Das ist Brechstand. Vielleicht musst du das nicht völlig ausversorgen, aber ganz sicher. Und da ist es Klotz. Ich wünschte, ich könnte von hier verschwinden. Aber selbst wenn der Boss es nicht mitkriegt, petzen die anderen. Was ist da im Gebüsch, Leute? Du verdammtes Miststück! Ups. Selber ein Schweinehund. Ich muss nachladen. Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch. Ja. Ja, verdammt. Friss das, du Miststück. Fang eine Kugel, du Drecksau. Schieß, Atium. Oh Gott, ist Sven. Fang eine Kugel, du Drecksau. Oh, Freunde, ey, das wird übel. Ja, mit der Schrott. Und da hinten kommt irgendein Laser, aber wo? Ich zieh dich aus deinem Loch und schneid dich in. Schnauze, wen nennst du hier so? Ich bringe einfach wieder so viele Leute um, dass sie aufgeben, ey. Das ist die Profi-Taktik, ey. Aber irgendwie macht es ganz, ganz schön Bock, ey. Wenn man ab und zu mal trifft, weißt du? Ich meine, das ist ja jetzt, Voraussetzung so, aber es macht schon irgendwie Laune, ey. Die nacheinander auseinanderzunehmen. Könnte eine Leiche gewesen sein, wo ich drauf geballert habe. Ja, wie gesagt, ab und zu treffen. Ab und zu. Geh doch in die Hocke, genau. Ey, Junge, Leute, ohne Witz. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Nein, ich glaube nicht. Gib doch auf! Ihr werdet schlauer, ja. Hey
Seite! Was zum Teufel ist das da am Zaun? Verdammter Drecksack! Das macht so Bock gerade! Das macht so Bock gerade, die komplett auseinanderzureißen, ey! Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Keine Angst, du kleiner Schweinehund. Ich bin. Okay, ist verdammt ruhig geworden. Ich glaube, das war's. Selber schuld. Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Wo war der hier? Mein Gott, Atium, Alter. Wo war der? Bitte! Also, du bist keiner von ihnen. Ich verstehe. Oh, danke, dass du uns gerettet hast, Fremder. Vielen Dank. Ah, verdammt, Freund. Wie konnte es nur so kommen? Nun, ihr seid jetzt bei der letzten Prüfung. Und ihr werdet sie mit Bravour bestehen, das weiß ich. Freaks! Sagt ihm, dass wir überleben werden. So wie er es uns beigebracht hat. Ganz schöne Freaks hier. Ich glaube, auf die Leiche haben wir nicht geballert vorhin. Einmal mal kurz zwischendurch. Nee, warte mal. Okay. Zeig doch mal in die Richtung an, ne? Ich muss da oben lang, ne? Einmal so komplett rumlaufen? Scheint fast, oder? So, das nehmen wir mit. Oh nein. Ja, kannst erzählen, was du willst. Das ist eine Boss-Arena. Kannst erzählen, was du willst, das ist eine Boss-Arena. Kommt jetzt nochmal so ein scheiß Dingens hier? So ein scheiß Bär? Ja, okay. Komm raus! Komm doch! Boah, komm nicht! Du Scheiße. Mein Gott!
Junge, an jeder Ecke bleibst du hängen. Ich hab gar nichts getroffen, glaube ich. Ich hab keine Munition mehr, oder was? Ich hab keine Munition mehr. Hä? Ja, komm, scheiß auf. Zum Thema, es läuft nicht rund, wa? Also, mehr muss ich nicht sagen. Es ist, wie gesagt, es. Naja. Naja. Gut, probieren wir es noch einmal, Freunde. So, obwohl, warte mal eben kurz. Können wir irgendwie Munition herstellen? Ja. Also mindestens. Zumindest ein bisschen mehr Lebensenergie. So, okay. Werf mich nicht bitte wieder durch die Map. Das wäre super nett. Was geht? Lauf. Sehr gut. Okay, scheiße, ey. Scheiß wie aus, Mann! Lad doch nach! Sag mal! Hat er genug jetzt? Ja, okay. Ah. Gebieter des Waldes. Bei deiner ersten Begegnung. Alles spoilern die selber schon. Super. Okay. Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Oder ist er einfach nur hier abgehauen? Und ich muss jetzt hier doch durch? Nee. Nee, hier ist zu. Nee. Ah ja. Toll, ey. Alles an Munition weg.
Natürlich füllt wieder das passende Zeug ein. Natürlich. Na klar doch. Okay. Okay. So, Freunde, ey, wir sind schon lange dabei jetzt hier in dem Part, aber wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Bisschen geht noch. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn! Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt! Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade, geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner. Pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Okay. Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal. Sogar Roman kommt zu Besuch, obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang und nur wenige waren zum Wachdienst im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut noch immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister, die Gräber ganz alleine zu graben. Von den älteren Jungs war nichts zu sehen. Also halfen wir dem Lehrmeister, unsere Leute zu beerdigen. Es war schon dunkel, als die Jungs zurückkamen und sich ans Lagerfeuer setzten. Roman war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne erkennen konnte. Dann fingen sie an zu reden. Den Spuren zu folgen war einfach gewesen. Die Banditen hatten sie nicht einmal verwischt. Und so hatten die Jungs einfach abgewartet, bis sie alle betrunken in ihrem Lager saßen und sie dann mit ihren Bögen erschossen. Anschließend hatte Roman die Verwundeten erstochen, als seien sie nur Rotwild. Der Lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu. Ich weiß noch genau, wie sein Kinn zitterte. Und er sagte nichts, gar nichts. Sie verstanden trotzdem, was er dachte. Am nächsten Morgen war er gegangen, zu dieser Kirche. Zuerst wollte er mit niemandem sprechen, aber wir Mädchen sahen immer wieder nach ihm, um ihm Bären zu bringen oder ihn um Rat zu bitten.
Nach und nach sprach er dann doch mit uns. Trotzdem war er anders, so distanziert. Mit den älteren Jungs sprach er nie wieder. Er beantwortete allerdings ihre Briefe. Und uns Übrigen, die wir ihn weiterhin besuchten, sagte er immer, dass wir ihr Gewissen sein müssten. Dass wir sie davon abhalten müssten, zu Monstern zu werden. Aber wie soll man so etwas machen? Und das war noch nicht alles. Sie begannen sich Piraten zu nennen und machten die überflutete Sägemühle zu ihrem Hauptquartier. Dann fingen sie an, Banditen an Pfähle zu hängen. Eines Tages erwischten sie etwa 10 Banditen lebendig und benutzten sie, um die Jungs einer Prüfung zu unterziehen. Sie sollten die Mistkerle töten. Von unseren Jungs machte das keiner. Daher wurden sie als Feiglinge bezeichnet und verbannt. Und so bildete sich dann die Gruppe der Pioniere. Natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt. Immerhin sprechen sie wieder miteinander. Aber damals konnten nur Lyuda und ich bei den Ratsversammlungen für den Lehrmeister sprechen. Tja, ich glaube, die ist fertig. Letzten Endes hielten Lyuda und ein Kurs es einfach nicht mehr aus und gingen. Ob sie wohl einen besseren Ort gefunden haben? Ich hoffe immer noch, Funksignale von ihnen zu empfangen. Tja, kommen wir hier runter? Der Lehrmeister hatte auch Hoffnung. Ja, ja, alles klar, der Lehrmeister, ich weiß Bescheid. Im Juli gingen sie und im September erschrak er sich. Also auch wenn sie uns hilft, die ist trotzdem ist ein bisschen freaky drauf. Hui, yay, geil, wow, es ist so dämlich. Es ist so unfassbar dämlich einfach nur. Naja. Gut. Wäre aber, glaube ich, ganz geil für die nächste Begegnung mit dem scheiß Bären, ein paar Molotow-Cocktails auf Tasche zu haben oder halt irgendwie noch eine andere Waffe irgendwie. Oder einfach mehr Munition noch. Oder einfach alles. Alles, ja, das hört sich am besten an. Da, noch einer! Stehen bleiben! Ja, der Mistkerl will ein Boot! Mach ihn kalt! Wir zählen bis... Das war ein Warnschuss. Ich habe nicht daneben geschossen. Einfach nur ein Warnschuss. Alter, Alter. Unsere Leute werden hier abgemurkst. Was passiert hier? Schieß doch! Junge, es ist doch nicht mehr normal, Mann. Es ist wirklich manchmal nicht mehr normal mit dem Game. Geil, Mann. Jawohl, Mann. Das wollen die Leute sehen. Was? War ein Schuss? Richtiger Schuss. Komm. Selber, du bist ein Streuner, Junge. Nice, geil, Mann.
Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Jawohl. Du hättest nicht in unseren Wald kommen sollen, Schreiner. Mein Wald jetzt. Oh, geil. Komm nicht in unseren Wald, Streuner! So. Na Jungs, wo seid ihr denn jetzt? Hatte da nicht einer überlebt? Okay, und jetzt das Boot nehmen. So, und jetzt das Boot nehmen. Paddleboot Action. Ah, es sieht schon echt cool aus. Es sieht schon echt cool aus hier, die Gegend. Okay. Nix. Kein Strom? Gar nichts? Der Admiral.
Aber hier fehlt doch bestimmt auch der Strom, hier hochzufahren, oder nicht? Oder? Geht das? Das ist einfach nur eine Abkürzung, ne? Aber dass ich versuche, hier irgendwie dem Stromkabel zu folgen, ist schon richtig, oder? Jetzt nimm doch die Sachen, ey. Nicht! Das wollte ich nicht. Okay, es müsste doch jetzt eigentlich gehen oder was? Schauen wir doch mal. Sehr gut. Sehr gut. Ach du. Ach du heiliger Schrimp, ja. Klopfen kannst, hä? Wie der Lehrmeister schon sagte, die Höflichkeit unterscheidet uns von Banditen und anderen Tieren. Moment mal, du bist keiner von uns. Also ein Bandit? Siehst gar nicht so aus. Aber bei diesen Banditen weiß man ja nie. Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Habe ich recht oder was, Senja? Sie haben immer recht, Herr Admiral! Ach, halt die Klappe. Deine Nase ist schon braun genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Und das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Habe ich recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha! Kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ich wette, so etwas hast du noch nie getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten. Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Ja! Wir geben unser Bestes, Herr Admiral! Spart euch das Gelaber! Machen mehr Lärm als die verdammten Aquas in der Brunft. Vor unseren Gast haben sie auch keinen Respekt, er kommt ja gar nicht zu Wort. Ignoriere sie einfach. Auf unser Treffen.
Das ist mal ein guter Tee. Die pingeligen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Wir sind so gesund, wie wir nur sein können. Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? In letzter Zeit haben wir hier niemanden mehr zu reden. Man hat uns hier völlig vergessen. Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern. Ist doch so, oder? Ja, er war hier! Kann mich daran erinnern. Wir können uns alle daran erinnern. Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach vergessen. Und die anderen Landratten auch. Die haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an. Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie. Sie haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da bitte. Meine Jungs können sich daran erinnern. Und die da nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, der Lehrmeister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filzen lohnt. Wen juckt es also, wenn sie das ganze Tal auffressen? Hä? Das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Diesen Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister oder auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Deshalb sind sie alle abgehauen, die Feiglinge. Sogar die Pioniere haben mehr Rückgrat als dieser Abschaum. Sie sind Ludmilla zum Damm gefolgt. Dort wollten sie die Tunnel nehmen und am Staubecken entlang gehen, diese Abenteurer. Ich habe keine Ahnung, ob sie jemals irgendwo angekommen sind. Aber sie hatten definitiv keine Angst vor der Strahlung. Naja, die Einzige, die mit diesem Haufen noch Mitleid hat, ist Olga. Sie hat uns hier oft besucht und diese Feiglinge bei den Ratssitzungen ordentlich vermöbelt. Uns besucht am Arsch! Dich besucht sie hier! Ja, sicher! Mich! Hätte ich diese Rückenverletzung nicht, dann hätten Olga und ich dieses Tal hier allerdings auf den Kopf gestellt. Aber so, wer braucht schon einen Krüppel? Zum Teufel mit ihr! Eine Frau auf einem Schiff bringt Unglück! Abgesehen davon sind wir ja hier geblieben. Ja, meine Jungs sind hier geblieben. Ich musste allerdings etwas Überzeugungsarbeit leisten, damit sie hier bleiben. Selbst ihr wolltet doch euren alten Freund verlassen, oder? Oder? Kommen Sie, Herr Admiral! Das würden wir niemals tun! Ja, ja. Sag das mal dem Neuen. Er scheint ganz Ohr zu sein. Aber ich kann ihn euch lesen wie in einem Buch. Und ich sage, ihr wolltet mich verlassen.
hätte ich an diesem Tag nicht meinen extra starken Tee gekocht, hättet ihr das zweifellos auch getan. Hey, sei vorsichtig mit der Gitarre. Verstanden. Ich pass auf. Denk dran, dieses Ding ist ein Instrument. Jawohl, ein Instrument. Was zum Teufel ist los heute mit dir? Willst du unbedingt das Deck schrubben? Tut mir leid, Admiral. Das hilft nichts. Pass einfach besser auf. Wie wäre es, wenn du etwas darauf spielst, anstatt die Gitarre fallen zu lassen? Ich wäre für ein Seemannslied. Ja, Admiral, ein Seemannslied. Kommt sofort. Ihr seid alles Landratten. Ratten! Ja, ich hab nachgedacht. Warum rauchen wir nicht eine? Ich finde, das sollten wir machen. Okay, kann man hier irgendwie weiter umschwingen jetzt die ganze Zuhörer? Das ist gut, stark. So mag ich das. Diesen Tee kann man ebenso gut rauchen wie kochen. Außerdem kann er jede Krankheit heilen und sogar deine Eheprobleme lösen. Tja. An den Geschmack muss man sich gewöhnen. Aber ich mag ihn sehr. Und meine Jungs hier haben auch kein Problem damit. Nicht mehr. Tja, ich hoffe, der kommt mal langsam zum Ende. Ich meine, einer ist durchgedreht und redet mit seinen alten Kameraden. Wow. Wee, nie erlebt sowas. Ein bisschen lame, die Figur gerade. So, was ist denn Aufgabe jetzt eigentlich? Lass uns mal schauen. Ich muss einen Weg aus dem Sumpf und zur Straße finden, die zu dem Damm führt. Zuerst schaue ich am besten bei der verlassenen Sägemühle nach. Die Stromversorgung der Sägemühle ist unterbrochen. Ich muss den Generator finden und einschalten. Der Generator läuft jetzt, bla bla bla. Der Aufzug wird wieder mit Stromversorgung. Jetzt wird es Zeit, auf das Dach zu steigen. Dort befindet sich eine Seilrutsche, die die Sägemühle mit dem Tunnel zum Damm verbindet. Ah, hier ist die Leiter. Okay. Ja, oh mein Gott, der war ja wirklich mega lame. Also das hat man ja schon eine Trilliarde mal gesehen, gehört, erlebt. Du eine Ratte. Aljoscha, genau. Bitte kommen. Die anderen. Die Ratten verlassen das Sinken. Hey, nass. Wieder einmal. Ich hatte herausgefunden, wie es heißt. Aber es war experimentell und militär noch oben heiß. Es ist definitiv nicht in einer Dorfapotheke zu finden. Wer schert sich schon darum, ob die sich bedanken? Wir wollen nicht mal mit denen reden. Sind das wohl? Sind sie wieder da? Egal. Gut, Freunde, es speichert. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback da, ein bisschen Liebe da für das Video. Würde mich sehr freuen. Ich meine, das ist jetzt noch länger. Vielleicht spielen wir es auch beim nächsten Mal durch. Machen wir nochmal so einen dicken Part. Dann werden wir wahrscheinlich durch. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Wie gesagt, lasst mir gerne ein bisschen Feedback da. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Also, wir hören uns. Haut rein und tschüss.